Rudi Ratlos heißt der Geiger, der streicht uns grad in Evergreen. Er ist 80, hat zittrige Finger und ist schon ganz weich in den Knien. Rudi Ratlos mit viel Pomade in den wenigen Haaren, die er noch hat. Schade, 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 Berlin 33. Schönste Geiger der Stadt, da war er der Liebling aller Frauen. Außerdem Leibmusikalartist von Adolf und Braun. Rudi Ratlos, heute wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er wurde aus dem Altersheim abgeholt von diesen cleveren Business-Leuten. Und der galante Kerl brutal tanzt den Schieber jetzt nochmal. Und er schiebt die Lady mit übers glänzende Parkett. Und der Geiger geigt uns ein und manche Damen fangen an zu weinen. Und eine ist schon ganz nass in den Augen und um die Nase blass. Rudi Ratlos geigt den Tango auf eine Art, die uns betört. Er ist ein solcher Wahnsinnsmacker, dass selbst ein falscher Ton uns nicht stört. Und der galante Kerl brutal tanzt den Schieber jetzt nochmal. Und er schiebt die Lady mit übers glänzende Parkett. Und der Geiger geigt uns ein, und manche Damen fangen an zu weinen. Und eine ist schon ganz nass in den Augen und um die Nase blass. Dieser Rhythmus, dass jeder mit muss, diese Melodie vergisst man nie.